Simon hat nahe des Standorts namens Delta eine Bruchlandung erlitten. Er versucht immer noch die Arche zu erreichen, aber dazu muss er zuerst nach Theta gelangen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Soma. Wir haben ja das letzte Mal aufgehört in diesem großen Tower, wo uns dieser komische, dickbäuchige Roboter mit den vielen Augen, den wir nicht angucken durften, ganz schön genervt hat. Und jetzt haben wir, glaube ich, geendet von einem Raum mit viel Blut. Guck mal, mein Brain, mein Gedächtnis. Ich scheine noch irgendwie ein bisschen angenockt zu sein. Oder die Grafik hat noch nicht ganz gerendert. Vielleicht auch beides. Hallo. Oh Gott, das sieht ja ganz fürchterlich aus. Was ist denn hier passiert? Das muss ich mir mal genau angucken. Okay, es geht wieder. Das musste irgendwie scheinbar nur ein bisschen nachrendern. Ein Hoch auf die Technik. Das Licht schmerzt in meinen Augen. Er sagt mir, dass ich dieses glasige Fleisch in meinem Schädel nicht brauche, um die Erlösung zu sehen. Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen, sie daran zu erhindern, diese göttliche Mission zu verdunkeln. Also vielleicht ist das wirklich, was da unten rumgelaufen ist, nicht unbedingt ein reiner Roboter gewesen, sondern jemand, der sich irgendwie die Augen rausgerupft hat und vielleicht irgendwo sowas wie Korallen, Algen in seinen Körper hinein gesteckt hat. Man weiß es nicht. Fragen über Fragen, auf jeden Fall versperre ich Ihnen den Weg, falls ihr mich... Ich versperre die Tür, falls mich jemand... Ich räume mal auf. Sagen wir es so. Was ist das? Aplarax. Wahrscheinlich irgendwelche... Keine Ahnung. Xanax, Schlaf, Gedöns oder so. Oh, ein Kartenspiel. Pick 5. Ne, Kreuz. Entschuldigung. Was rede ich denn? Das können wir gleich haben. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Weil ich schätze die Ordnung. Im Gegensatz zu den Leuten, die hier... diese Station komplett haben verwahrlosen lassen. Ich bin jemand, der wirklich sehr gerne sehr, sehr ordentlich alles angeht. Wie ihr gleich sehen werdet. Also, wenn ich hier fertig bin, dann ist nichts mehr in dem Raum, was irgendwie auf Chaos oder so hinweist. Außer halt das Blut, ne? Also das wäre jetzt ein bisschen viel, das auch noch wegmachen zu müssen. Das finde ich, kann man auch nicht von mir verlangen, denn da habe ich ja gar keine Aktien drin. Mhm. Oh, der ist voller Wasser. Verstehst du? Wasser. Das ist jetzt ein bisschen Quatsch. Ein Papierknüttel hier am Meeresboden. Außen Mülli gefallen. Ah, hier ist es zu. Oh. Warum ist das abgeschlossen? Warum ist da Blut? Okay, dann will ich vielleicht gar nicht wissen, warum das abgeschlossen ist. Boah, ist ja noch lange nicht aufgebrochen. Oh Mann. Ja, was das für Menschen gewesen sein müssen hier? Wer so arbeiten kann? So. Erstmal das. Mein Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert. Ich muss sie aus dieser Hölle retten, muss sie schlafen lassen, sie in meinen Klarträumen einschließen. Ist Catherine die Verwalterin? Sich anzusehen, wie Wow Delta übernimmt, ist ziemlich aufregend. Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht. Ich hätte Goya und Wan das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen. Nun aber scheinen ihre verkrusteten Oberflächen das alte Delta zu ergänzen. Ja, sogar in den Schatten zu stellen. Schach. Gegner beschädigt. Was können wir denn dann noch tun?
wenn ich da jetzt durch muss. Oh nein. Oh nein. Ah, hier. Nein. Was kann ich denn noch tun? Das habe ich schon gelesen. Hier habe ich keine Quests, ne? Was ist das für ein Ding eigentlich? Umweltverschmutzung. Dass die Leute auch einfach alles ins Meer werfen. War das jetzt nur hier so eine Nebeninfo? Ich habe jetzt natürlich ein bisschen die Orientierung verloren hier in dem Ganzen. Ja gut, das kann natürlich sein, dass das jetzt nur so ein kleiner Seitenstrahl war. Was das bedeutet? Keine Ahnung. Du mir den Weg verraten? Oh, ich bin natürlich völlig lost, wenn man das nicht in einem durchspielt, sozusagen. Hätte ich jetzt gerade wirklich gar keinen Plan, ob wir... Wir sind diese Schienen zum Teil entlang gelaufen. Der ist ein bisschen gaga. Der sagt, er ist der Einzige, der hier arbeitet. Ich bin faul. Was steht da? Delta. Schöne Farbe. Kam ich daher? Vielleicht. Mir was zeigen. Nee, mach's einfach random hier. Okay. Control Room. Also, falls ihr die Folge gerade erst geguckt habt, ihr wird es wahrscheinlich besser. Ich bin, glaube ich, schon mal um das Ding rumgelaufen, ne? Nett. Richtig cooler Typ hier. Richtig cooler Typ. Dann bin ich wohl nicht hier gewesen. In dem mir das so netterweise ausschweißt. Good robot. Wirklich. Aber echt, danke. Sehr nützlich gemacht wieder. Na, willst du wohl aufgehen? Hat es nicht gemacht. Okay, also auch nur so ein bisschen Nebeninformationen.
kommen wir her? Oder? Und ich bin dann nur hier rumgelaufen. Ja, okay. Also, this way. Ganz ruhig atmen. Ruhig atmen. Du weißt, wie viel Sauerstoff du hast. Er hat es zum Zeppelin geschafft. Richtung Theta. Crashing Theta Jones. Machst du auf? Nicer Typ, ey. Good Robot. Wirklich, klasse. Daumen hoch. Danke. Sich unsere Blurry Vision ein bisschen. Oh, oh. Das Urhandbuch. UH-Handbuch. Intelligenz, komplex, ah ja. Leichter Universalhelfer, Fernlenkpilot, NA. Der K8 verfügt zwar nicht über ein Stimmmodul, kann aber vereinfachte Geräusche und Lichtsignale kommunizieren. Das ist der, der draußen liegt. Also auch der, der via Karl aussah. Intelligenz komplexes AN5U, Klasse mittlerer Arbeiter, Fernlenkpilot unterstützt. Topa, das ist der Typ. Ne? Weiß ich nicht. Der aussah wie ein Schwein, ja, stimmt. Das Forschungsflugzeug, Fernlenkung. Fahrzeug verfügt nur über die Grundintelligenz. Zum optimalen Einsatz an Ausrüstung ist ein Pilot erforderlich. Okay, Nachrichten. Am 12.08. Terry, es wurde beschlossen, dass du und deine Besatzung Theta am 14. evakuieren werdet. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft neue Positionen zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch aber natürlich schon. Das Letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Kronstedt. 13.8. Deine Beerdigung. Oh, fick dich, Kronstadt. Ich gehe nirgendwo hin. Du hast gar nicht die Befugnis, mich zu zwingen. Terry, das sind nicht meine Befehle, du Knalltüte. Ich übermittle sie dir bloß. Du willst also bleiben? Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du noch in deinem Schrotthaufen bleiben möchtest. Aber deine Besatzung wird morgen abgezogen. Okay. Hey, Herr Akers. Mit Freunden informiere ich Sie, dass Ihre Besatzung Theta sicher erreicht hat. Lassen Sie mich wissen, wann Sie aufbrechen können, dann werde ich Ihnen einen Transporter schicken. Peter Strusky, Theta-Zentrale. Das ist also der Typ, der hier, der das Zeug rumgeschmiert hat. Das ist auf jeden Fall der Akers. Schöne Weihnachten, Herr Akers. Bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Theta gebracht werden möchten. Peter Strusky, Theta-Zentrale. Ein tausendstes Schachspiel gewonnen am 13.01.2104. Was haben wir denn heute? Gegner beschädigt, okay, schade. Okay, er hat hier also die ganze Zeit weiter Schach gezockt. Das ist natürlich die Frage, was für ein Jahr wir oder was für ein Datum wir jetzt haben. Das heißt, er hat sich hier gestern eingeloggt oder halt vor 100 Jahren. Mhm. Ja, okay. Nicht so weit weg. Alles. Nur ein Quadrat. Das geht ja. Zeppelin Transport Theta. Ja, genau, da wollen wir hin. Transport. Unspezifiziert nach Theta am 15.01. Mhm. Archehöhle nach Vieh. Um von Lambda. Okay. Zeppeliner. Transport active. Unspecified cargo.
Zeppelin's on its way. Better get ready. Okay. Gucken, wie das hier ankommt, oder? That's definitely the Zeppelin. Ist das unser Weg raus? Das wäre ja großartig. Wir hören uns noch kurz die Sounddateien an. Beim Funk. Strasky, we can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. Guess it doesn't matter now. Earl, you coming? No, just me, Goy, and Creer. Maybe because it's set up being a stubborn old man. All right. See you soon, Brandon. Happy evac. Und jetzt? Ein halbes Jahr später. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Das sind dann also. Mach mal kurz Antenne. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich muss da nichts anderes irgendwie groß noch einstellen. Das sind also die hier, die wir. Das sind die Taucher. Catherine! We're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course, is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Why won't it work? But. Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni-tool? Look who's been paying attention. Yeah. We'll have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us the chip. Ja, eben. Also, ihr habt beide recht. Ihr habt beide vollkommen recht. I guess I have no choice. Peter. Okay. Wo ist denn jetzt das Ding hin? Mehr Taucher.
Thank you for your service. Oh, come on. Es tut mir wirklich leid. Ich kann nehmen können, ne? Aber du wehrst dich wenigstens. This works. Nein, das ist der falsche. Du hast den falschen Roboter zerstört. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. Is there a difference between them? I went for the small one. No! Not a Kate! Those are so cute! What? Don't worry. They're dumber than rocks. They're the worst. It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard. Hast du ein Brain? Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Ja, haben wir noch einen K8 geopfert. Und sie lässt uns noch so auflaufen, von wegen, sie sind so cute. Und ich dachte so, ja, du hast ja recht, aber was soll ich machen? Ich wollte jetzt nicht mich mit den Großen anlegen und so. Catherine, hast uns schön aufs Glatteis geführt. Was passiert, wenn wir diesen Schalter drücken? Sehen wir in der nächsten Folge. Hau da rein. Peace!